Hallo Leute und herzlich willkommen nach Schwandi Gaming. Verdammt, die Audio ist zu hoch. Egal, jetzt sollte es einigermaßen gut. Jetzt soll es gut sein. Gut, wir kommen nach Schwandi Gaming zu einem weiteren NPL-Spieltag. Heute geht es um den vierten Spieltag. Ihr seht, wir spielen gegen Moses. Sein Kanal heißt auch Moses. Und es gab leider kein Teambuilding-Video, weil ich habe viel zu viel zu tun. Tut mir leid. Ich werde noch kurz auf die Teams eingehen. Ihr seht auf meiner Seite ein Tobutz. Ist ein normales Lead-Tobutz mit Flammenwurf, Verhöhner und dem Fokusgurt. Ein physisch-defensives Celebi. Das soll mit Schafette und Ränkeschmied und Bizarro-Raum mein Hooper Sweep bereitbringen. Dann Lasher King, auch physisch-defensiv. Celebi und Lasher King waren meine Konter gegen sein Metagross und sein Panferno, die sonst relativ gut gegen mein Team wären. Und dafür brauchte ich diese beiden Pokémon unbedingt. Dein nächstes Pokémon ist Tentoxa. Das ist relativ stark gegen Pixie und Gastrodon. Und sogar gegen Panferno. Panferno nur, wenn es keinen Donnerschlag beherrscht. Aber ja, das muss man dann immer individuell schauen. Allgemein Panferno, wenn es Donnerschlag kann, ist einfach ein Problem gegen mein Team. Mein zweites Pokémon ist Hooper. Mit dem will ich wieder Bizarro-Raum rausholen und dann direkt vier seiner Pokémon besiegen. Mal schauen, wie es jetzt in diesem Kampf funktioniert. Und mein letztes Pokémon, Yancy, soll etwas Tarnsteine von seiner Seite verhindern, da ich alle KP brauchen kann, um Metagross oder Panferno aufzuhalten. Das ist dann schon wichtig. Außerdem kann Yancy mit Mondgewalt Kraftreserve Feuer und dem Diamantsturm extrem viele seiner Pokémon effektiv treffen. Ihr seht jetzt, in diesem Team trifft Yancy vier seiner Pokémon sehr effektiv. Das heißt, Moment, Panferno nicht, aber Diamantsturm reicht trotzdem von einem Mega-Yancy. Wie auch immer, damit starten wir jetzt gleich in den Kampf. Ihr seht, wir haben das Lead-Matchup Tobutz gegen X-Bot. Hier wollte ich unbedingt die Tarnsteine rausbringen, um die Robustheit von Forstelka zu brechen und auch Panferno und X-Bot Schaden zuzufügen, sobald sie wieder ins Spiel kommen. Und ihr seht, die Kehrtwende macht, er geht direkt für Kehrtwende und die macht relativ guten Schaden. Ich hatte sowieso den Fokus-Code, das heißt, das war jetzt nicht so ein Problem. Und er geht in Forstelka. Hat anscheinend nicht gedacht, dass ich den Flammenwurf auf Tobutz spiele. Naja, Tobutz hat einen unglaublichen Move-Pool und da konnte er auch nicht wirklich was reinwechseln. Ich denke, Pipi wäre safe gewesen, aber ja. Ihr seht, der Flammenwurf bringt das Forstelka direkt auf die Robustheit runter. Und er geht für den Angriff. Ich hätte hier gedacht, dass er eventuell für die Steinchen geht. Wäre mir etwas lieber gewesen, weil die hätte ich relativ einfach wegspinnen können und jetzt führe ich relativ früh meinen Tobutz, aber sein Rapid Spinner ist down, weil ich jetzt kann hier locker in die Anzie gehen, bin schneller als Forstelka und kann es mit einem Mondgewalt aus dem Spiel nehmen. Er kann hier nicht raus, es seinen X-Bot beherrscht Auflockern, was ich aber nicht denke, so wie er es in diesem Kampf gespielt hat. Wie gesagt, das Switching in Yancy ist relativ obvious. Mit Patronenhieb kann Metagross Yancy 100% aus dem Spiel nehmen und das kann ich nicht riskieren. Ich bin hier direkt rausgegangen, nämlich in mein Lasher King. Weil Lasher King praktisch jede Attacke außer einen Donnerschlag von Metagross aushalten kann. Donnerschlag macht ungefähr 50%, das heißt, das wäre ein Roll gewesen in der nächsten Runde. Leider ist das etwas ärgerlich, weil ich habe die Recovery auf diesem Lasher King vergessen. Dieses Lasher King besitzt Flammenwurf, Siedewasser, Psychoschock und Trick Room, also Bizarro-Raum. Und das ist etwas ärgerlich. Und ihr seht, er geht hier direkt in Gastrodon. Das habe ich predicted. Ein logischer Switch in mein Lasher King ist natürlich das Gastrodon, weil ich gegen das nichts machen kann. Und ich bin jetzt gleich in der Superlage und kann direkt einen Ränkeschmied aufsetzen in dieser Runde. Er geht natürlich gleich wieder raus in sein Metagross, was mich etwas überrascht hat. Leider geht er hier in Metagross. Ich wäre mir lieber gewesen, wenn er in ein anderes Pokémon gegangen wäre. Weil jetzt bin ich schneller als Metagross nach diesem
Also wenn ich jetzt die Zauberung schon aufgesetzt hätte, wäre ich schneller als Motocross gewesen und mein Hooper hätte den Sternhieb abfangen müssen und das kann es nicht. Deswegen kann ich hier nicht in Hooper rauswechseln und gehe deswegen direkt in Lashokin. Ihr seht, er ruft Metagross wieder genau gleich zurück wie vorhin und diesmal habe ich das predicted und bin gleich auf den Psychoshock gegangen. Trifft alles in seinem Team einigermaßen okay, außer Pixie, das tankt das wie ein Boss. Und ihr seht, Gastrodon bekommt riesen Schaden davon. Gastrodon, habe ich hier gesehen, ist wahrscheinlich speziell defensiv. Und ja, er geht hier leider auf das Toxin, das war etwas ärgerlich. Ja, damit muss ich jetzt leben, weil ich keine Recovery habe auf diesen Gastrodon. Lashokin ist es auch etwas ärgerlich und ich kann Gastrodon jetzt hier aus dem Spiel nehmen. Was natürlich relativ gut ist. Und er geht jetzt hier in Panferno. Und hier mache ich ein Misplay. Ich habe mir so gedacht, was will er mit Panferno dann machen? Natürlich, er wird einfach auf die Kehrtwende gehen, safe etwas Schaden auf Lashokin bringen. Ihr seht, es macht 50%. Das könnte Bandit Panferno sein. Oder Scarf. Ist beides relativ kommen. Und er geht hier locker in Pixie. Und ihr seht, dieser Psychoschock macht nicht wirklich so viel Schaden, wie ich das gerne hätte auf einen Pixie. Und das Pixie kann sich jetzt leider mit Gedanken gut vollstopfen und dagegen kann ich mit Tektoxa relativ gut etwas machen. Also als erstes geht er auf das Weichheit, das war ein guter Play, weil er brauchte die KP. Und er wollte mich natürlich am Gift krepieren lassen. Ich gehe direkt auf Siedewasser, wusste da noch nicht, was er machen wird. Ihr seht, macht ungefähr 25% und er geht fürs Gedankengut. Und da war ich richtig froh, dass ich hier den Säurespeier auf den Toxer drauf hatte. Und auf diesen kann ich jetzt auch gehen. Ihr seht, es macht keinen Schaden an Pixie, aber es senkt die Spezialverteidigung um 2 Stufen. Das heißt, dieses Pixie ist trotz 2 Gedankengütern, meine Güte, die Mehrzahl von dieser Attacke habe ich keine Ahnung, ist nur auf plus 2 Spezialangriff und kann trotzdem mit einem Mondgewalt nichts machen. Hier habe ich den Switch Out predicted auf Metagross und bin direkt auf Siedewasser gegangen. Hab gehofft, dass hier der Burn kommt, das wäre richtig gut gewesen, weil dann wäre der größte Threat im Gegnerteam gleich schon mal weg. Leider kommt dieser nicht, das war ärgerlich. Und ich gehe jetzt hier wieder in Lashokin. Aber ich bin viel zu tief und der 10-Kopfschuss kommt, trifft und ein Volltreffer. Sonst hätte ich nochmal wahrscheinlich hier locker wieder rausgehen können und andere Dinge machen können. Wie auch immer, hier kann er für den 10-Kopfschuss gehen und mich beinahe aus dem Spiel nehmen. Ich wusste, das reicht nicht ganz, ich habe gehofft. Und kann hier den Bizarre-Raum raussetzen, um mein Hooper jetzt hier safe reinzuholen. Und hier stirbt mein Lashokin leider. Und hier kann ich Hooper reinholen. Ich weiß, ich kann alles two-hitten aus seinem Team. Chefs Pixie wird von Finster-Aura-Pros Psychokinese aus dem Spiel genommen. Ich wollte hier noch nicht predikten. Hätte ich hier auf Psychokinese gegangen, hätte ich schon gewonnen gehabt. Weil die Psychokinese, ihr seht, Finster-Aura macht. Wobei die Psychokinese hätte nicht unbedingt reichen müssen. Naja, es wäre knapp geworden. Und ihr seht, ich kann mit der zweiten Psychokinese dieses Pixie aus dem Spiel nehmen. Und er hat jetzt ein Problem. Geht jetzt hier X-Bad. Ich kann locker wieder auf Psychokinese gehen. Das X-Bad ist weg. Locker, keine Überlebenschance für dieses Pokémon. Sein nächstes Opfer ist Panferno. Dies weiß ich wieder nicht, ob es gescarft oder gebandet ist. Die Kehrtwende hat zu wenig Schaden gemacht. Er geht direkt für Tempo-Hieb. Und ihr seht, es macht guten Schaden. Deswegen könnte das hart sein? Ich bin mir gar nicht sicher. Naja, ich könnte das kalken, aber das ist nicht so schlimm. Wie auch immer, hier ist leider der Bizarre-Raum weg. Und Metagross kommt wieder ins Spiel rein. Ich weiß, das ist relativ easy. Ich säcke mein Giancy, gehe dann in mein Celebi und bekomme den Trick Room wieder raus und gewinne dann easy mit Hooper. Leider ist dem nicht der Fall, weil ja, Giancy war ein Opfer, war easy.
Er bekommt hier den Attack Boost. Und der war echt mühsam. Hier missplaye ich leider auch noch. Hier in Tentoxa zu gehen ist schlecht. Warum? Weil Tentoxa muss ich als Opfer aufbewahren. Hier werde ich direkt in Selby gehen müssen. Dann auf Bizarraum, dann auf Schafette, direkt in Tentoxa rein. Und Tentoxa auf Siedewasser, bis er mich killt. Oder der Burn, der hat das gleich, das Spiel auch entschieden, der Burn. Wie auch immer. Hier hätte ich direkt in Celebi gehen müssen, aber ich hatte immer noch gute Chancen zu gewinnen, weil, ja. Und ihr seht jetzt, ich bin ja gar nicht sicher, ob dieser 10 Kopfschuss ausgereicht hätte. Ich denke schon, meine Güte, das ist ein Metagross. Und das ist jetzt wirklich ärgerlich. Ihr seht, ich weiß, ich kann einen Sternenhieb tanken auf dieser Range. Bin hier auf das Bizarraum gegangen und ihr seht, noch ein Crit. Ah, das war ärgerlich. Und ihr seht, deswegen verlieren wir leider auch dieses Game. Mit dem Bizarraum wäre Hyper, merke ich gerade, hier leider nicht schneller gewesen. Wäre hier schnell gewesen, hätte diesen Metagross aus dem Spiel nehmen können und leider so verlieren wir leider gegen Moses. Und auch, ja, das war ärgerlich. Ich merke gerade, dass wir gar nicht unbedingt gewinnen hätten müssen. Nee. Ein Patronenhieb hätte Hooper ausgehalten, wäre der Attack Boost nicht gekommen. Deswegen, ich dachte jetzt gerade, Moment, er hat ja trotzdem gewonnen. Das hat ja gar nicht gemattert. Doch, hat es. Alles okay. Wie auch immer, das war es für diesen Kampf. Schöne 12 Minuten Kampf. GG an Moses. War jetzt ärgerlich. Kann ich nichts machen dafür. Und auch nichts dagegen. So ist das Spiel. Damit muss ich jetzt leben. Aber der Kampf hat mir echt recht viel Spaß gemacht. Hoop hat richtig viele gute Arbeit geleistet. Und da bin ich auch etwas stolz drauf. Und ja, Metagross ist halt ein super Pokémon. Und dafür muss man auch etwas besser vorbereitet sein, als ich jetzt es war. Ich habe viel zu defensiv mich eingestellt auf Metagross, ehrlich gesagt. Ich hatte keine wirklich offensiven Pokémon, die Metagross leicht schaden hätten können. Ich meine, hätte ich zum Beispiel Lashoking für Rotom Heat genommen, wäre es auch etwas einfach gewesen. Weil Rotom Heat hätte auch gut mit Metagross gedealt. Und ja, Moment, dann halt wäre das Problem mit Panferna auch. Ja stimmt, Rotom Heat wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen, um hier mitzunehmen. Das hätte ich sicher mal überlegen müssen. Naja, wie auch immer. Im Nachhinein ist man immer etwas schlauer und damit beende ich jetzt auch diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Hallo und willkommen auf der Endcard. Links findet ihr mein letztes Video, der Pokémon Tag Tournament Kampf Spieltag 2 gegen die Corner Jutsus, wo Letter King ein größeres Problem dargestellt hat. Rechts mein letztes NPL-Spieltagsvideo, wo Matangolos einen riesen Job geleistet hat. Unter Metagross könnt ihr abonnieren. Ja, etwas ironisch, dass mein Signature mich hier in diesem Kampf fertig gemacht hat. Wie auch immer, lasst doch einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.